Star-Tenor Jonas Kaufmann, Theaterdirektor Klaus Piemann und ehemaliger Präsident des Festivals, Helga Rappe-Stadler, verlor am Sonntagabend beim Salzburg-Festival nicht die Premiere von Katja Cabanova. Tatsächlich war es die Premiere von Katja Cabanova, der vorletzten Premiere der Oper des Salzburg-Festivals, aber der Initiator Jonas Kaufmann hat die Show ein wenig im Voraus gestohlen. Während das Premiere-Publikum bereits vor dem Festspielhaus brach, schrieb er geduldig Autogramme gegen 100 Fans und posierte für Selfies. Zuvor hatte er im großen Haus des Festivals gesungen. Der Präsident des Festivals, Christina Hammer und der Kunst-Experte Agnes Huslein, nutzte die künstlerische Pause zwischen dem Konzert und der Oper, um sich zu ändern. Huslein schloss sich dem Besitzer der Tadeusz Ropak Galerie sowie der Autorin Christoph Ransmeier und seiner Frau Judith an. Der ehemalige Präsident des Festivals, Helga Rappe-Stadler, war ebenfalls zu den Hauptgästen. Helga Rappe-Stadler sollte sich tatsächlich schwer verabschieden. In jedem Fall hätte er seine ursprünglichen Pläne ablassen sollen, nämlich das diesjährige Festival in einem gemütlichen Urlaub mit der Familie in Italien. Darüber hinaus unter den Hauptgästen, Theaterdirektor Klaus Piemann, Schauspielerin Monika Pietsch, Eva Maria Baronin von Schilden und Elisabeth Prinzessin Auerk, Bräuner, mit einem auffälligen Nachtkleid von Emilio Pucci.